Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 2020. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Mike. Hey Leute, ich bin mit am Stirsel. Heute tatsächlich nur zu dritt. Lol. Der Micha ist krank. Wir sind wegen der Transferphase, wir enden diese Folge, wir machen ja immer einen ganzen Monat, in diesem Fall sogar ein bisschen mehr, weil wir am 21. Dezember schon starten, wo quasi die Rückrunde gerade geendet hat, und wir machen die ganze Folge bis quasi Ende Januar. Jo. Also die ganze Transferphase. Ich habe mir schon einige Spiele rausgesucht, aber das geht gleich. Also Micha ist krank, deswegen kann er jetzt am Projekt leider nicht längere Zeit verletzt, längere, ja. Zeit, nicht wie die Spieler. Genau. Krass, ne? Und was wir noch gar nicht gesagt haben, ich habe einen neuen Verein, Leute. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt. Man sieht es schon. Bayer 04 Leverkusen. Endlich habe ich mal von den beiden Kollegen, Micha, wie gesagt, ist jetzt nicht da, aber von beiden Kollegen habe ich den Zuspruch erhalten, dass ich ein besseres Team nehmen darf, und ich bin bei Bayer 04 Leverkusen. Ich würde sagen, wir verpissen uns mal kurz und besprechen eigene Sachen. Tschüss. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu der ersten Folge von Football Manager 2020 im Jahr 2020. Ja, ich bin jetzt gewechselt zu Bayer 04 Leverkusen. Ich hatte noch im letzten Jahr, wir haben 2019 irgendwie, boah, das war sogar vor Dezember, ich glaube, wir haben November 2019 das letzte Mal aufgenommen, und jetzt ist es Mitte Januar einfach 2020. Also ich habe keine Ahnung mehr vom Football Manager. Ich habe damals noch die Taktik alles so eingestellt, wie ich das haben wollte, und dementsprechend werde ich das jetzt auch so lassen. Und ja, ich werde auf jeden Fall einfach mal probieren. Also ich werde ausprobieren, ich werde mich wieder reinfuchsen in das Spiel. Tipps sind immer gern gesehen, jetzt vor allem, weil wir beim neuen Verein sind. Ich werde aber keine Transfers machen. Also ich habe die Taktik damals so grob überblickt und habe gesehen, wir haben eigentlich schon Spieler für jede Position. Und gut, natürlich kann es immer wieder Verletzungen geben, aber ich hoffe einfach mal nicht, und ich würde einfach mal sagen, lieber und super, super gerne im Sommer dann Transfers, falls ich noch bei Leverkusen sein sollte, ne? aber wir lassen die Mannschaft erstmal so, weil ich bin jetzt quasi erst als Trainer hier hingekommen. Ich möchte jetzt nicht direkt wieder anfangen, hier alles durchzuwurschteln. So Leute, der Kader geht in den Urlaub und wird am 4. Januar erwartet. Ich habe eine kleine Pressekonferenz, und da werde ich euch natürlich mitnehmen. Die Pressekonferenzen werden wir in Zukunft nicht machen, aber jetzt hier für den Anfang, für diese erste Pressekonferenz, ist es schon besser, wenn man die macht. Was sind Ihre ersten Gedanken? Es gibt viel zu tun. Und ich bin stolz, dass ich hier bin. Ich freue mich. Spieler sind teils älter als Sie. Was sagen Sie dazu? Kritiker meinen, das wird kritisch. ja, man kann das schon schaffen. Bin überzeugt davon, dass es klappt. Man muss natürlich auch im Training hart für den Erfolg arbeiten. Das ist auch ganz klar. Also erwarte ich auch hier starke Leistung im Training, und das hilft uns dann natürlich auch im Spiel. Ich muss mal gucken, dass ich das Training auch gleich mal ein bisschen anpasse. Ja, man muss halt ganz ehrlich sagen, dass das, so wie es hier steht, ein Trainer wird halt echt an den Erfolgen gemessen, und deswegen müssen wir natürlich Erfolge erzielen. Was ein kleines Problem ist, wir haben keinen Co-Trainer. Ich habe nur einen Sportdirektor, und der Sportdirektor, den habe ich jetzt beauftragt, dass er einen Co-Trainer einstellt. Aber ja, müssen wir mal gucken. So Leute, da sehen wir es. Wir haben schon einen Co-Trainer bekommen. Und zwar ist das der Peter Herrmann. Ich begrüße dich recht herzlich. Wird geil mit dir. So, jetzt kommt Money Money. Money Money. Hast du Lust? Was schätzt du so? Also ich denke, dass ich so 50 Millionen bekomme. Ich habe auch im Video gesagt, dass zwischen 40 und 50 Millionen bekomme ich wahrscheinlich. Also ich habe also hoffe gesagt. Ich habe gesagt, dass ich hoffe zwischen 40 und 50 Millionen. Also ich habe noch kein Geld. Ich auch nicht. Gibt einfach keins. Das wäre halt echt krass, wenn da einfach so dann steht so, ja, also man muss sich halt komplett alles neu hocharbeiten und quasi einfach komplett Transferzeugs ausgeschlossen. Niemand kann irgendwie Geld machen. Ja, das sieht aktuell so aus. Ja. Null Verletzte, null wiederkehrende Verletzungen, finde ich richtig cool. Und ich stelle mich jetzt im Kader vor, denn die sind offensichtlich aus dem Urlaub zurück. Und das finde ich Alter. Ganz toll. Also, ich bin der neue Trainer. Hi! wie viele Spieler darf man jetzt eigentlich mitnehmen? Einen.
Nein, jetzt ohne Spaß. Ja, wie viele. Wie viele Auswechselspieler haben wir denn? 9 oder so? Ja, ich glaube 9. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Ich bin die Zündi. Was? Ich frag mich manchmal wirklich, ob der doof ist. Merkst du es nicht selber? Doch, Mann, leider. Kai Havertz, du bist so ein dreckiges Stück Scheiße. Du könntest da so gut spielen, aber er kann halt nicht. Ich weiß. Ja, und jetzt kann ich ihn nicht mehr zurückmoven. So, es geht rein in unsere Spiele. Ich freue mich mega. Wir spielen sogar parallel, aber beide auswärts. Ich spiele gegen Paderborn mit Leverkusen mein erstes Spiel und gegen Paderborn sollte das hoffentlich über die Bühne gehen. Und Jan spielt gleichzeitig auch noch gegen Schalke, wo jetzt leider Micha nicht da ist. Ja, aber ich bin echt gespannt. Wir starten rein. Let's go. Matchday. Paderborn gegen Leverkusen auswärts und es geht los. 1-0. Ja. Nein. Noch nie mal auf Anstoß gedrückt. Doch, warum mache ich eigentlich das hier? Anstoß. So. 21 Sekunden gespielt. Eckball für mich. So, ich bin gespannt, wie oft ich jetzt Tor rufen kann. Leverkusen wird interessant, weil ich mein Spiel neu installiert habe, habe ich hier die Einstellung nicht mehr. Ja, du spielst halt auch gegen eine gute Mannschaft. Okay, 1-0. Oh, lol, Volland rennt komplett alleine auf Tor zu. 1-0! 1 gegen 1 Duell hat er gewonnen. Bei solchen Teams muss man spielen. Mann, wieso führst du in die Linie zurück? Ja, weil ich gegen Paderborn spiele. Volland hat die ganze Abwehr ausgetrickst und das 1 gegen 1 Duell gewonnen. So aber gut. Aber noch ist hier natürlich nichts verloren. Ja, Bender. Lars, Bender, spiel doch in die Mitte. So, 1-0 Halbzeit geht schon in Ordnung, auch wenn Paderborn viel, viel Ballbesitz hat. Wir haben trotzdem bessere Torchancen. Werner hat übrigens 3 Tore jetzt gemacht. Der hat einen Hattrick in einer Halbzeit. Geiler Typ. Nee, schlecht. Ganz schlecht. LOL, Elfmeter. Das muss Elfmeter geben. Nein. Komm, Schiri. Das muss Elfmeter geben für mich. Come on, please. Please do that. Ich hasse das, dass die immer so eine halbe Stunde dahin laufen. So nervig. Komm. Er zeigt. Ja, Elfmeter. Komplett kein Abseits und. Also, doch, es gibt Elfmeter für mich, für Bayern 04. Leverkusen, gelbe Karte für Collins. Und den Elfmeter wird wer auch immer schießen. Ich kann keinen auswählen. Wer ist denn dafür zuständig? Ah, nee, rote Karte 2-0. Hat er gekriegt. 2-0. Aranguiz, jawohl. 2-0. Ja, 2-0. schon wieder gleichzeitig. Und rote Karte jetzt für... Das gibt's doch nicht. ...ein Paderborner. Alter, was hast du für einen Lack? Was für einen Lack, wenn ich einmal was in meinem Leben mache. Und jetzt Freischuss, Tor 3-1. Alles klar. 3-0! Alter, du willst mich so verarschen! Immer wenn die bei dir ein Tor machen, die Schalker, dann mache ich ein Tor. Alter, das ist so geil. Ich verkaufe das Spiel. Ja, jetzt bin ich auch mal gut. Okay, es ist Paderborn. Egal, ich freue mich. Es ist nicht nur Paderborn, es ist Leverkusen. Ich darf mich einmal freuen in diesem Spiel. Das ist doch auch mal schön. Spiel ist aus, wir haben 3-0 gewonnen und das geht in Ordnung und das freut mich. Und ich bin happy. So Leute, wir starten gerade in unser zweites Spiel und das ist auch schon das letzte Spiel vom Januar. Ich denke, dass nicht mehr viel passieren wird. Denn, ja, ich meine, ne, es ist ja jetzt schon Ende Januar, 24. und unser nächstes Spiel ist dann am 1. Februar. Aber Leute, was man dazu sagen muss, im Februar habe ich 7 Spiele. Jan hat 6, ich habe 7, weil ich noch im Pokal drin bin. Das wird so ein kranker Monat, ja, die Folge wird eine Stunde lang oder so. Also absolut verrückt. 7 zu 4. An der Aufstellung habe ich eigentlich nichts verändert. Mir hat das, ja, das war nicht schlecht, also was soll man dazu sagen. Und wir spielen jetzt gegen Düsseldorf.
ähnlicher Gegner, sag ich mal. Ich würde halt dieses Team gerne einspielen. Natürlich kann man immer mal wieder was verändern an der Aufstellung und so. Und ich habe ja auch noch eine andere Taktik. Da wollte ich auch immer mal wieder hin und her switcheln. Und das Problem ist halt einfach, dass ich die Mannschaft erstmal jetzt einspielen will. Und dann mit der anderen Taktik ein bisschen einspielen und dann dies und jenes und was weiß ich. Und es kann sein, dass es jetzt schon schief geht, aber ja. Jan schaut zu. Der kann eigentlich nicht schief gehen. Kann eigentlich nicht schief gehen. Warte, ich muss die Ton. Kann eigentlich nicht schief gehen. In dem Spiel von Leverkusen gegen Düsseldorf. Ja, ich musste in dieser Tonlage bleiben. Dass der Cut sich nicht so dumm anhört. Weil, wenn du so Cut machst, so kann eigentlich nicht schief gehen. Ah, und dann, so, das ist das, weißt du, ne? Ja, das sind hier die YouTube-Tipps jetzt so. Okay, schaust du zu grad? Da kann eigentlich nichts schief gehen. Okay, also bist du im Stadion oder nur Sky? Ja, nur Sky. Alter! Ticket für Leverkusen. Stimmt, bekommen. Die habe ich noch eins gegeben. Ja, ein 1-0 wäre jetzt schon mal ganz nett. 9-2 Schüsse, 5-0 aufs Tor. Nee, Düsseldorf spielt richtig eklig. Ja, das weiß ich, aber ein Tor wäre dementsprechend trotzdem geil. Ja, geil wäre es natürlich, aber es ist nicht so leicht. Also ich will ja eigentlich nur gewinnen, das ist mir egal wie hoch. Ach so! Ich muss jetzt nicht unbedingt 7-4 gewinnen. 7-4. Digga! Mann! Okay, Halbzeit 0-0, nicht so geil. 10 Schüsse, 5 aufs Tor, man hätte einen reinmachen können. Geht's noch nicht auf der Offensive? Nee, Planänderung ist jetzt aber, dass ich das jetzt abändere. Warum nicht? Also... Keine Ahnung, warum soll ich es nicht tun? Ich mach's einfach. Guck mal, jetzt direkt schon. Boah, ich muss ihn hier klären. Gutes Pressing. Ja. Da kennt sich aus, dein Co-Trainer zumindest. mit Gegenpressing. Abseits. 1-0. Ah, Kevin. Der Kevin! Jawohl, schön, von Wendell! Ja, hier hat er kurz gewartet und hat dann geguckt, so, ah, was machen wir denn jetzt? Und dann kam der Pass. Das ist ein Phantomtor. Und. Das ist doch ein Wendell! Das war doch ein Eigentor! Nein, aber das Innennetz hat nicht gewackelt. Also ohne Witz. Das Innennetz hat wirklich nicht gewackelt, was war das denn? Lol. Ja, das war ein Phantomtor, ist durchs Außennetz reingegangen. Ja, hier Demi Bay habe ich eingewechselt und Bender! Bella! 2-0! Was für ein Tor, Junge, der Torwart ist mit ins Tor geflogen! Hast du das gesehen? Erstes Saisontor! Und Demi Bay eingewechselt mit einer wunderbaren Flanke. Ja, jetzt Waste. Alter, ich habe einfach 8 Schüsse neben das Tor, 8 Schüsse auf das Tor, aber 17 Schüsse. You know? Ole, 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 ole. Auf geht's, Leverkusen. Diaby! Steffen. Ja gut, 2-0, das war's. Ich bin aber trotzdem dennoch natürlich zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dann noch irgendwas reinschneide oder gleich die Abmaut. Ich schaue jetzt auf jeden Fall Jan zu und guck, was da so passiert. Und dann bin ich gespannt, ob ich auf der Tabelle oben bleiben kann. Weil aktuell bin ich ja jetzt wieder in den Euroleague-Plätzen. Will ich nur mal anmerken. Das war nur mal ein geiler Pfostenschuss. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Aber gut, jetzt ist es wirklich aus. Leute, wir haben noch einen Spieler geholt. Nice. Ja, okay, ich habe ihn nicht gekauft. Aber ich habe ihn ausgeliehen. Ich hab. Oh, das wäre schlau gewesen. Ja, das habe ich dir erst jetzt gesagt. Nee, kannst du ja immer noch machen, theoretisch. Ich hab mir Alphonso Davies ausgeliehen. Also. Jetzt nicht so den Übermenschen, aber er ist richtig, richtig gut in echt. Und ich habe ihn einfach mal geholt. Warum nicht? Er kommt. Und haben wir ein schönes Leihangebot bis zum Ende der Saison erstmal. Und dann sehen wir weiter. So Leute, zusammenfassend für die heutige Folge. Wir haben 3 Spiele gespielt und haben alle 3 gewonnen. Gut, das Testspiel zählt jetzt nicht mit rein. Dafür haben wir
die Spiele, wo ich noch nicht Trainer war, auch gewonnen. Also haben jetzt bald eine Siegesserie von 5 Spielen. Allerdings geht es jetzt dann auch gegen schwerere Gegner ran. Wie gesagt, 7 Spiele einfach im nächsten Monat. Hoffenheim, ein schwerer Gegner, die sind ungefähr auf dem Level von uns, von Jan und von Leverkusen. Und da muss ich echt gucken, dass ich die auf Abstand halte. Dann DFB-Pokal, dann haben wir Borussia Dortmund, dann Union Berlin, okay, das ja, aber wird auch kein einfaches Spiel. Und dann Euroleague, Augsburg und nochmal Euroleague. Also wir haben englische Wochen, hageln da auf uns ein quasi. Ja, ich will das einfach gut bestehen. Das soll einfach so weiterlaufen wie jetzt. Und jetzt haben wir sogar tatsächlich noch einen Transfer gemacht. Natürlich nur eine Laie, aber das wird im echten Fußball, im echten Leben ja auch oft gemacht. Ich habe natürlich ein bisschen Geld hingeblättert. Und ja, aber ich finde, das war ein guter Deal. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Alphonso Davies war auch verletzt. Der ist jetzt noch ungefähr eine Woche verletzt oder so. Den kann ich mir dann quasi aufheben für die Euroleague oder was auch immer. Also der wird ein paar Mal eingesetzt und vielleicht verbessert er sich noch. Vielleicht ist er der Megastar am Ende bei Leverkusen. I don't know, wir werden es sehen. Und wünsche mir einfach viel Glück. Wie gesagt, Tipps in die Kommentare. Ich bin gespannt. Also Leute, das war der Januar. Wir freuen uns gemeinsam jetzt auf den Februar. Ich hoffe, ihr schaut auch wieder mit ein. Lasst eine Bewertung da. Schaut in der Infokarte bei Mike rüber. Da gibt es natürlich auch aus seiner Perspektive. Und wie gesagt, leider ist Micha aktuell ist gerade nicht mit dabei, weil er einfach wirklich krank ist und hoffentlich würde er wieder mit dazukommen. Lasst eine Bewertung da. Schreibt einen Kommentar. Schreibt alle mal Hashtag Micha wird gesund oder so. Ja, genau. Genau sowas. Tschüss. Ja. So ein geiler Hashtag. Hashtag Micha werde gesund.